Ist die Korrektur bereits gestartet? Seit zwei Tagen geht es an der Wall Street zumindest nach unten nach der langen Gewinnerstrecke zuvor in der letzten Woche, als es ja bis inklusive Montag nur nach oben ging, vor allem am Montag stark nach oben ging. Aber jetzt ist so ein bisschen die Luft raus und der Druck kommt von zwei Seiten. Einmal, weil die Stimulushoffnungen enttäuscht werden, offenkundig. Die Zeit wird schlichtweg zu knapp vor der US-Wahl. Zuvor hatten sich die Märkte ja gesagt, naja, selbst wenn es vor der Wahl nicht stattfindet mit diesem Stimulus, egal, dann kriegen wir ihn halt nachher, aber man hat dann halt doch lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, weil wer weiß schon, was nach der Wahl passiert, ob diese Wahlversprechen in Sachen Stimulus auch eingehalten werden. Und das zweite große Thema ist natürlich jetzt die Rückkehr der Corona-Krise. Nachdem wir im Sommer ja eine Atempause, eine totale Entspannung hatten, kann man sagen, kommt jetzt die ganze Geschichte wieder mit der Macht zurück, mit neuen Restriktionen, mit neuen Lockdown-Ängsten, die damit verbunden sind, und das dürfte sich massiv auswirken. Schauen wir uns zunächst mal die Gemengelage an, mit der wir es heute jetzt zu tun haben. Wir haben Aussagen von Steve Mnuchin, der gesagt hat, ja, ich habe gesprochen mit Nancy Pelosi über eine Stunde am Telefon, da gibt es noch einige Punkte. Gestern hatte ja so Mnuchin mit seinen Aussagen, dass man in vielen Bereichen noch weit entfernt sei voneinander, den Märkten so ein bisschen den Stecker gezogen. Jetzt hat er zugegeben, the president wants us to get this done. Also der US-Präsident Trump ist es, der offenkundig diesen Deal will, der diesen Deal braucht. Und es sind natürlich die Demokraten, die eben Donald Trump diesen Erfolg natürlich nicht gönnen wollen. Deswegen habe ich diesen Deal für relativ unwahrscheinlich gehalten, im Mindesten vor der Wahl, weil letztendlich jeder sozusagen dem anderen nichts gönnt, weil die Interessenslagen so verschieden sind. Wie soll man sich dann auf etwas einigen, wenn eben beide Seiten dem anderen nichts gönnen? Jetzt hat Larry Kudlow gesagt, ja, Mnuchin ist frustriert von den Verhandlungen. Die Demokraten hätten einen Alles-oder-Nichts-Ansatz und das bringt es sozusagen auf den Punkt. Pelosi steht ja auch innerhalb der Partei unter Druck, nicht zu weit nachzugeben, damit letztendlich, wenn dann doch noch ein Scheck käme, auf dem dann vielleicht sogar der Name von Donald Trump steht, den Wählern noch zu suggerieren, ja, das ist hier das Geschenk von Donald Trump. Das will man natürlich unter allen Umständen vermeiden, aber Fakt ist, die Stimulus-Hoffnungen vor allem vor der Wahl, die verschwinden jetzt immer weiter. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass das passiert, und wir werden sehen, was dann nach der Wahl passiert, ob das kommt, und die Wirtschaft in den USA braucht das. Da sehen wir massive Verschlechterungen. Gestern, das ist der Verlauf sozusagen der Märkte gestern. Wir haben fast alle Branchen im Minus. Wir haben vor allem Tech im Minus. Wir haben vor allem die Finanzwerte im Minus, gestern Bank of America massiv unter die Räder gekommen, Wells Fargo massiv unter die Räder gekommen, dabei hatte die Berichtssaison mit den US-Banken, mit JP Morgan und Citigroup gar nicht so schlecht angefangen, dann Goldman Sachs sehr stark, aber wie gesagt, Wells Fargo und der Bank of America haben den Gesamtsektor nach unten gezogen und auffallend eben auch der Tech-Sektor, der jetzt nicht mehr so richtig läuft, und obwohl wir jetzt natürlich extreme Volumina wieder haben in Call Optionen, da ist vor allem der Aktiensplit von Apple und Tesla, hatte hier die Volumina nochmal angeheizt. Wir sehen immense Volumen auch gestern wieder in diesen Optionen, fast immer auf der Long-Seite. Alleine Apple machte 8,3% aller Single-Stock-Options aus, also fast jede zehnte Option, die Call ist, wird bei Apple erledigt es sozusagen. Tesla 4,8%, also sind diese beiden Aktien, die sozusagen das Interesse auf sich ziehen. Am Freitag ja der kleine Verfall, dann verfallen Optionen. Die Broker haben jetzt teilweise diese Underlyings, also die Aktien selber kaufen müssen, weil das Call-Volumen steigt, um sich abzusichern. Wenn allerdings dann der kleine Verfall vorbei ist, dann werden viele dieser Optionen verfallen. Dann ist das Absicherungsbedürfnis der Broker nicht mehr vorhanden, das heißt, sie würden dann eben Apple oder Tesla als Aktie wieder verkaufen. Manche hedgen sich auch schlichtweg, indem sie den Triple Q kaufen, also praktisch das maßgebliche, das größte Nasdaq-ETF, weil eben solche Aktien wie Apple eine so große Gewichtung in diesem Index haben, dass man sagt, naja, egal, dann kaufe ich gleich den QQQ, dann habe ich das auch irgendwo abgehedged. Wir haben jetzt interessante Aussagen gestern Abend bekommen von hier Qualls, der gesagt hat,
ja, pass auf, vielleicht müssen wir letztendlich im Staatsanleihenmarkt ewig bleiben. Wir müssen also permanent Staatsanleihen kaufen, weil der Markt zu groß geworden ist für private Player und institutionelle Player außerhalb der Fed. Mithin hat hier der Fed-Mann zugegeben, dass die US-Notenbank dauerhaft und zwar praktisch ewig hier die amerikanische Verschuldung finanzieren muss. Praktisch eine Finanzierung durch die Notenbankpresse, das ist das bisher klarste Bekenntnis, das klarste Eingeständnis, kann man sagen, wie die Dinge wirklich laufen. Die Privatmärkte seien dazu nicht mehr in der Lage, die Größe dieses Marktes wirklich noch abzubilden. Bleibt also nur der große Wahl, die Fed, um das Ganze zu arrangieren. Und hier sehen wir ja diese lustige Konstellation, dass wir auf der einen Seite haben eine Verschuldung, die höher ist als auf dem Hochpunkt des Zweiten Weltkrieges in Relation zum BIP, nicht nominal. Da sind wir natürlich noch ganz woanders, während gleichzeitig praktisch die Renditen, die Risikoprämien für die Staatsanleihen, für diese Schulden auf ein neues Allzeittief fallen. Und das ist natürlich die Gemengelage, die letztendlich keinen Ausweg kennt. Was soll man machen? Die Wirtschaft wächst langsamer als die Schulden, also müssen die Notenbanken dieses permanent über die eigene Verhältnisse leben, letztendlich finanzieren. Dementsprechend ist ein solches Eingeständnis eines FED-Mitglieds natürlich durchaus interessant und sprechend. Wir alle wissen es, wir alle ahnen es, aber hier sagt es mal einer. Er hat dann gleich ein bisschen zurückgerudert und gesagt, ja, also das ist jetzt nicht die Auffassung der FED insgesamt, aber es ist zumindest eine Frage, über die man nachdenken könnte. Naja, er hat sie selber schon beantwortet. Kommen wir zu die USA, kommen wir zu die Politik, hier die derzeitigen Einschätzungen der Wettmärkte in Sachen Biden oder Trump. Relativ klare Führung von Biden gegenüber Trump. Jetzt neue Umfragen zeigen, dass Trump ein bisschen aufgeholt hat. Trump wird jetzt nach Georgia reisen. Eigentlich ein Bundesstaat in den USA, der immer eine ziemlich sichere Bank war für die Republikaner, den er ziemlich klar gewonnen hat jetzt 2016. Aber hier liegt Biden vorne. Und das zeigt so ein bisschen, dass man doch nervös wird in der Trump-Administration, dass man solche Bundesstaaten zumindest, dass man da hart kämpfen muss, die eigentlich auf Bayerisch gesagt gemähte Wiesen sind, eine gemähte Wiese, die da war eigentlich noch vor 4 Jahren alles Suche, alles okay für die Republikaner. Also es wird für Trump schon eine enge Geschichte. Deswegen will und braucht er unbedingt diesen Stimulus. Wir haben heute Daten aus China bekommen, die ich persönlich wieder extrem interessant finde. Wir haben die Verbraucherpreisinflation 1,7% steigend zum Vormonat, während wir die Erzeugerpreise rückläufig haben mit 2,1%. Das ist noch mehr als erwartet. Und das angesichts der Tatsache, dass China jetzt für seine Unternehmen extrem steigende Profite meldet. Wie soll das funktionieren, frage ich mich da. Sie senken die Preise, aber die Profite steigen. Das kann nur über Massenentlassungen passieren. Das passiert wohl auch teilweise, aber nicht in dem Umfang, wie wir es teilweise im Westen sehen. Dementsprechend sind diese Zahlen wahrscheinlich fake. Wir haben natürlich auch in China ein ökonomisches Problem, das uns aber derzeit so ein bisschen verdeckt wird, wie vielleicht auch das Corona-Problem insgesamt. Apropos Corona, wir haben heute, wie hier die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, die höchste Zahl an Neuinfektionen ever mit 6.638, gestern ja 5.132. Wir haben also jetzt die Situation, dass praktisch mehr Infektionen der Fall sind als auf dem Hochpunkt des Lockdowns, auf dem Hochpunkt der Corona-Krise insgesamt. Gestern ja die Aussagen von Merkel, man wird vielleicht dann ein paar Maßnahmen ergreifen, die werden aber möglicherweise dann noch weiter verschärft. Es sind also jetzt die Lockdown-Ängste, die wiederkommen. Die Zahlen gehen weiter nach oben und das gilt praktisch für ganz Europa, dazu gleich mehr. Und es ist eben auch so, dass die Zahl positiver Tests nach oben geht. In Deutschland ist das noch relativ begrenzt. Da haben wir von allen Tests, die gemacht werden, noch eine Quote von unter 2%, die positiv sind. Wir haben in Frankreich und anderen Ländern teilweise 6-8% an positiven Tests. Und wenn wir uns hier die Situation vergegenwärtigen, wie damals im Lockdown in der Corona-Krise, da haben die Leute alle Klopapier gekauft in Deutschland, die Amerikaner haben Waffen gekauft, die Italiener haben ganz andere Dinge gekauft. Jedenfalls sehen wir, dass hier wieder mehr Klopapier gekauft wird, wie die Discounter wie Lidl melden. Hier sehen wir mal die Zahlen, hier Tschechien, Belgien, Niederlande, Spanien, Italien.
Hier sehen wir massive Trends nach oben, teilweise über 350 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das ist also eine ziemlich klare Sprache, die hier gesprochen wird. Und wir sehen auch, dass in den USA sowohl die Fallzahlen als auch die Hospitalisierungen weiter nach oben gehen. Der Abwärtstrend ist gestoppt. Wir sehen also, dass auch in den USA jetzt angesichts des Herbsts und des Winters natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir jetzt wieder steigende Zahlen sehen. Und abschließend haben wir heute European Council. Die Brexit-Gespräche werden hier geführt. Wir werden Gespräche sehen der EU über die Lage um das Coronavirus, über Climate Change, aber vor allem Brexit ist im Fokus, nachdem Boris Johnson ja gestern so einen kleinen Rückzieher gemacht hat, nachdem er ja eigentlich eine Deadline gesetzt hatte für diese Woche, hat er gesagt, ja, wir verhandeln doch weiter. Das ist natürlich witzig, das ist natürlich spannend. Sei es drum, wir haben jetzt die Situation, dass die Märkte von zwei Seiten unter Druck kommen. Auf der einen Seite eine extrem bullische Positionierung am Markt. Alle sind von bestimmten Prämissen ausgegangen. Steigende Aktienmärkte, schwächerer Dollar, steigende Renditen. Und oft kommt es eben anders, als man denkt. Die Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes. Und es könnte auch diesmal so sein. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao. 14:30 Uhr, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Philly Fed und noch einige andere. New York Empire State Index mit den interessant, aber vielleicht sind die Zahlen verzerrt, wollte ich noch sagen, durch Kalifornien aufgrund der Waldbrände, der Brände dort, da haben viele Behörden nicht gemeldet. Das wird ein interessanter Punkt, aber jetzt Servus und Ciao.